wir versuchen jetzt erstmal uns auf uns zu konzentrieren, einfach, es klingt immer wie eine Phrase, aber es ist, also ist auch eine Phrase, aber wir wollen einfach das beste Team sein, das wir können. Und dann ist es erstmal egal, gegen wen wir spielen, aber wir versuchen natürlich als Gruppenerster uns da möglichst gut zu positionieren. Ja, ist unglaublich. Also 21 Jahre und spielt mit einer Selbstverständlichkeit, als ob der schon in seinem 15. NBA-Jahr wäre. Also es ist unglaublich. Es ist schön zu sehen, dass Franz diese Rolle angenommen hat und dass er jetzt auch wirklich einer der Leistungsträger ist. Auch in Orlando spielt er unglaublich in seinem Rookie-Jahr. Also es ist wirklich beeindruckend. Ich freue mich unglaublich für ihn, dass es so für ihn läuft. Es ist einfach so schön zu sehen, dass die deutsche Nationalmannschaft so unterstützt wird, dass so viele Fans in die Halle kommen und so eine Energie geben. Also das ist ein mega Gefühl. Man merkt schon einfach, diese Unterstützung in der Halle ist was ganz Besonderes. Und ich glaube, das ist auch was uns dieses Jahr echt stark macht. Tremendous atmosphere, great support. Has really been a sixth man for us. It's been unreal. I mean, I've never seen anything like this in Germany. He's one of the best players in the world. And it's fun to watch. He's a guy you would kind of pay to go watch. I'm not sure if I'll go watch Leon Draisaitl play hockey or him basketball, but that's a discussion for another day. The one thing I like about him, he's just got a great passion for the game. He loves to play.